Konjunktiv. Der höfliche Konjunktiv. In diesem Video sprechen wir über den höflichen Konjunktiv. Den höflichen Konjunktiv gebrauchen wir am häufigsten. Warum sind wir denn besonders höflich? Ganz einfach, wir haben einen Wunsch. Wir wollen etwas bekommen oder erreichen und bitten darum. In diesem Fall formulieren wir Fragen wie diese hier. Könnten Sie mir helfen? Oder diese. Würdest du mir bitte das Salz reichen? Oder wir sagen einfach, was wir wollen, direkt, aber höflich mit einem Aussagesatz. Ich hätte gern 200 Gramm Salami. Die Formen sind uns bekannt. Könnten, würdest, hätte. Das ist Präteritum plus Umlaut. Und natürlich gibt es bei könnte und würde auch ein zweites Verb im Infinitiv. Helfen und reichen. Schauen wir uns an, wie man den Höflichkeitskonjunktiv genau anwendet. Wir formulieren unsere Bitte als Frage. Darf ich ein Glas Wasser haben? Und machen die Frage mit dem Konjunktiv höflicher. Dürfte ich ein Glas Wasser haben? Noch ein Beispiel. Kannst du ein Paket für mich annehmen? Und jetzt höflich. Könntest du ein Paket für mich annehmen? Wir können unsere Bitte auch als einen Aussagesatz formulieren. Ich brauche deinen Radiergummi. Und ihn mit dem Konjunktiv höflich machen. Ich bräuchte deinen Radiergummi. Noch ein Beispiel. Ich will einen Tisch reservieren. Hier können wir das Modalverb möchte benutzen. Ich möchte gern einen Tisch reservieren. Oder wir benutzen die Form würde plus Infinitiv. Ich würde gern einen Tisch reservieren. Natürlich können wir auch einen höflichen Ratschlag geben. An deiner Stelle würde ich oder formell an ihrer Stelle würde ich. An deiner Stelle würde ich mehr für die Prüfung lernen. Wenn ich du wäre oder formell, wenn ich sie wäre, wenn ich du wäre, würde ich mehr für die Prüfung lernen. Du solltest oder formell sie sollten. Sie sollten mehr für die Prüfung lernen. Wir können auch einen Vorschlag machen. Wir könnten auch zusammen lernen. Wir können auch höflich kritisieren. Wir beginnen den Satz mit: Es wäre schön, wenn. Es wäre besser, wenn. Es wäre wünschenswert, wenn. Es wäre schön, wenn es zu diesem Lehrbuch auch Lösungen gäbe. Nun fassen wir zusammen. Mit Hilfe des höflichen Konjunktivs können wir Bitten formulieren als Frage. Beispiel: Könntest du ein Paket für mich annehmen? Oder auch eine Bitte als Aussagesatz. Beispiel: Ich würde gern einen Tisch reservieren. Wir können einen Ratschlag geben. An deiner Stelle würde ich mehr für die Prüfung lernen. Oder wir können jemanden höflich kritisieren. Es wäre schön, wenn es zu diesem Lehrbuch auch Lösungen gäbe. Das war's! Noch Fragen? Dann frag Amalia!